Hey Freunde, seid ihr bereit für den zweiten Grundikampf in Let's Play Bad Jujutsu Nuts and Bolts? Ich bin es auf alle Fälle und deshalb drehen wir jetzt den dritten Eck der Lockbox 720. So. Da sind wir mal wieder. Und Grunti ist natürlich ganz oben. Was ist das der jetzt? Okay, schnell weg hier. Tschüss. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt haben wir hier mal Zeit, die ganzen Noten einzusammeln. Das Teil, da möchte ich auch gerne. Hallo, Herr Schmal. So. Da oben steht Grunti auf diesem... nicht runterfallen. Auf diesem großen Battlefield. So. Oh, das sind die zwei Gingos. Alle auf einem Fleck. Da können sie... okay, da können sie auch bleiben. Ich fahr mal ganz nach oben. Nein! Und jetzt? Okay. Vorsicht! So, Grunti. Ich sammle hier erstmal ein wahrer Fan, das bist du nicht. Das ist so ein schlechtes Benehmen. Irgendwie kann ich gerade langsamer fahren, oder? Ich möchte gerne die Rakete der Vernichtung. Oder? Den Rennwagen 2. Nein, die Rakete der Vernichtung. Bom, 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 bom. Dieser Grundikampf ist auch eigentlich ziemlich einfach. Hier kann man wieder ein bisschen cheaten. Das ist nicht wirklich ein Kampf. Okay, Grunti. So, ich bin bereit. Spül das Häufchen weg. Aber dann stellst. Wie der denkt, lieber uns Katze Glon nicht sehen, muss der fette Bär schon früher aufstehen. Was hat Glatzkopf jetzt wieder zu melden, Bärchen? Ich habe keine Lust mehr zuzuhören. Klingt, als hätte Grunti ihre flohbefallene Kumpanin Pittles gesandt, um eine Überraschung im Tank zu hinterlassen und den Glibber zu verpesten. Aber dann muss Bartels die Konsole runterfahren und das bedeutet noch mehr seiner endlosen Nämereien. Das müssen wir aufhalten, solange wir noch können. Kein Angeber bin ich, eine Chance noch hast du. Wettrennen gewinnen, verhindert das Häufchen, also sieh zu, kann ich ihn heute nicht mehr lesen. Hä? Wenn wir sie in einem Rennen besiegen, bläst sie alles ab und verschwindet? Das sagt sie jedenfalls. Ich war vor langer Zeit schon mal in einer ähnlichen Situation mit einem Flaschengeist und einem Riesenschwein. Diddy Kong Racing natürlich. Ich schätze, wir müssen dieses rücksichtslose Rennen gewinnen, um Grunti und ihr stinkendes Tierchen zu vertreiben. Wenn es das ist, was getan werden muss, dann... dann machen wir es einfach. Und da heißt es, wir Bären hätten... Angst vor Wasser, nee, was? Oh je, so, wir nehmen ein fliegendes Fahrzeug und zwar nehme ich, nein, nicht Humpaswürfe, ich nehme das Ausbildungsflugzeug. Allerdings will ich das ein bisschen umbauen. Eine Düse packe ich lieber nicht dran. Eventuell mittlerer Motor, das reicht aber auch schon. So, und zwar das einfach mal. Ausbildungsflugzeug, nein, das nehmen wir den.
nennen wir den? Den Katzenklo-Reiniger. So. So, normalerweise müsste man nämlich jetzt ein Rennen fahren. Grunty macht das Ganze im Wasser. Und wir müssen an Land das machen, aber ich fliege einfach. Wir haben sie schon überrundet. Sie schießt natürlich auch auf uns. Hat ihren Grundputz noch zur Hilfe. Das Ganze interessiert mich einfach nicht. So, wir haben schon das zweite Mal überrundet. Und das war's sogar schon. Ach, ist das Spiel so schön. Okay, darf ich hier mal die... ...11 Sekunden sogar nur? Okay. Mein Plan ist zerstört, du hast die Nase vorn. Die Katze ist schlimmer als Glunker zu meinem großen Zorn. Und wir haben Schwimmer bekommen. Sehr schön. Hat die gerade geschielt? Grunty, was? Ey, halt, Moment, nein. Ihr werdet mir nie besiegen in diesem Spiel. Seid wir mir alle im Boden. Bin am Ziel. Schön für dich, Grunty. Ah, wie ich sehe, hast du Grunty im Inneren der Lockbox 720 ausgebremst. Ihre Schwimmblöcke gehören jetzt dir. Ich habe deinen Wagen damit ausgerüstet. Jetzt kannst du auch bessere Abschnitte überqueren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, danke schön. Was? Ich war das nicht. So, gleich können wir auch schon Act 4 betreten. Da will ich gar nicht rein. Aber da müssen wir leider rein. Denn wir haben schon genug Jiggies dafür. Oder? Ja. Erstmal hier die Noten einsammeln. Was ist das hier überhaupt? Ist das ein Theater? Sieht schon so aus. Kann ich da durchfahren? Ja, natürlich. So, jetzt wird mal wieder. Jetzt wird es wieder schwierig. Und zwar: 5 Puzzleteile haben wir hier drin. Und die Polizei darf uns mit diesen nicht erwischen. Und ich mag es, wenn man viele Puzzleteile auf einmal abgibt. Deshalb fahre ich erstmal zu Trophäen Thomas. Oh verdammt, verdammt. Nein! Gesetz verbrochen, Schmuggel! Wie bitte denn diese mir? Das ist mein Geld! Die habe ich mir hoch. Endlich verdient. Nein, 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 nicht mein Auto! Was soll denn das? Ich will nicht mit dir reden. Nein! Lass mich in Ruhe, mein Auto wird gerade zerbombt. Toll. War da hinten? Hallo.
hier ist Welt 3. Nein! Okay, ich schlage die zuerst ab. Hau ab! Dankeschön. Bumba Flugzeug 1, Bumba Boot 1. Dankeschön. Ja, du hast doch noch was Neues. Ich habe immer noch ein Puzzleteil. Darf ich das jetzt bitte abholen? Fahr! Vorsicht! So, Act 4 ist offen. Jetzt gehen wir. Vorsicht! Ich habe nichts gemacht! Sie sind nämlich reingerast, guter Mann. So, jetzt hole ich mir hier erstmal noch ein paar. Mummokisten. Hey, hallo! Hey! Lass mein Auto in Ruhe! Ey! Wo ist mein Auto hin? Hä? Die haben nicht im Ernst mein Auto da hochgeschleudert. Und jetzt? Wenn mein Auto jetzt, wenn meine Mumbo-Kiste jetzt... Das ist doch wirklich nicht wahr. So, ich mach grad gar nichts. Darf ich jetzt meine Mumbo-Kiste nehmen? Darüber wäre ich sehr erfreut. Fahren Sie vor. Ich bin ein guter Mensch. Ist das jetzt auch noch Einbruch? Vorsicht, nicht die Angestellten schlagen. Ich könnte mir meinen Nacken brechen. Tschüss! Mal schauen, was hier drin ist. Den ganzen Weg wieder hergekommen, um dir zu schaffen, ja. Stoßstangen. Dankeschön, wollte ich schon immer mal haben. So, dann betreten wir doch jetzt gerade mal Act 4. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Ich weiß auch nicht, welche Aufgaben mich da erwarten. Doch, doch, eine Aufgabe weiß ich noch. Zwei Aufgaben kenne ich noch. Von 4, glaube ich. 5! Viel Spaß in der Hölle. So, okay, jetzt sind wir hier irgendwo. Oben. Vorsicht. Level 4 sind wir. Nichts gemacht. Okay.
Drei Stück sind da unten. Eins ist oben. Ich glaube, ich gehe erstmal da oben hin. Ich glaube, das passt in diese Folge noch gut rein. Ja, das ist mal wieder ein Rennen. Rennen mögen wir alle in diesem Game. Katzenkloreiniger, nein, den nehme ich nicht. Bei Shopper 2. Dankeschön. So, da ist Humba. Die hat mal wieder ein Rennen für uns. Roter Bären. Hey Mario, Humba und Hardcore-Spielerfreunde immer haben neue Herausforderungen. Willst du neue probieren? Das kommt drauf an, Humba. Ich bin zurzeit nicht so viel Überraschung zu haben. Neues Luftspiel von Humba und tricksfreiem Hexentrolle-Clan. Humba nennt es Roter Bären. Warum Roter Bär? Ich hoffe, du hast nicht vor, mich in Verlegenheit zu bringen. Mal genervt von von Online-Ballerspielen voller Loser, die Bilder von Hexen trollen wollen. Glaubst du, Banjo erreichen Streckenende als erster? Nein, denke ich tatsächlich nicht. So, wir nehmen das den Katzenkloreiniger. Dann halte ich. Nein! Das ist gut so. Tipp Nummer 46. Tusk. Ey! Humba vermuten, Banjo brauchst nur extra Minute, um fertig zu werden, ja? Ja, ich muss doch kurz auf Klo scheißen gehen. Ich hab auf A gedrückt. Spiel beginnen. Das Spiel beginnt. So, roter Bär, da passt natürlich dieses rote Flugzeug. So, Vorsicht! Oh je. Also, das ist alles noch ziemlich einfach. Es sieht zumindest einfach aus. Das ist es auch noch. Wie oft sage ich noch? Dankeschön. Ich glaube, es sind drei Runden. Jetzt darf ich hier nicht hängen bleiben. Jetzt geht's nach oben. Oi, oi, oi. Vorsicht, Vorsicht. Oh je. Wer hat den Bildschirm da aufgestellt? Wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem, Humba zu schlagen, aber mit der Zeit wird es immer wieder knapp. Hier muss man sich auch konzentrieren. Und ich kann euch mal wieder einen Tipp geben. Vom Gas wegbleiben. Wer hat das Teil wieder aufgestellt? Vom Gas wegbleiben, immer ein bisschen drücken. Eigentlich im Takt der Musik drücken, also dim, 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 dim. Dann immer auf Gas drücken. Verdammt, verdammt, da ist Flieg. Ich hab's doch geschafft. So, das war jetzt gerade meine Siegespose. Bam. Dankeschön. Und wir fahren besser als hier zuvor. Fuhr, ja. Dankeschön. Aber ich fahre nicht, ich. Sie freut sich sogar. Wunderschön. So, in der nächsten Folge werden wir dann... Wie läuft Banjo denn so komisch? Das laufe ich auch immer. In der nächsten Folge werden wir also diese vier roten Puzzleteile... Eins ist sogar da unten. Ich glaube, das ist Jolly Dodger. Nein, es ist Bortles. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge werden wir Act 4 hoffentlich abschließen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und schau, es wird noch schlimmer.